liebe Goldwinger. Wir haben jetzt das neue Update bekommen für die Navi-Software bei der SC79 und ich zeige euch heute mal, wie einfach wir euch diese Software neu aufspielen können. Kommt einfach mal mit. An dieser Schalter zeige ich euch, wie wir das Ganze ratzfatz erledigt haben. Als allererstes müssen wir die Batterie auf jeden Fall anklemmen, dass die Spannung auf jeden Fall nicht zusammenbricht, während wir die Software euch aufspielen. Und den USB-Stick, wo die Software drauf ist, nutzen wir dann im Endeffekt an den Anschluss bei der Schalter hier vorne. Da setzen wir den dann hier rein. Und bei den DCT-Modellen ist das hinten im Topcase. Und wenn wir das angeschlossen haben, können wir die Zündung anmachen. So, im Display erscheint jetzt diese Anzeige, wo wir die alte Version und die neue Version finden. Da müssen wir jetzt im Endeffekt einmal mit Ja bestätigen, dass wir die neue Version aktualisieren wollen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und er fängt dann an, das Update einmal rüberzuladen. Kann so 20 bis 30 Minuten dauern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Batterie währenddessen geladen wird und das Fahrzeug nicht ausgeschaltet wird. So, nachdem das Update jetzt durchgelaufen ist, fragt das System einen nur noch mal, ob wir es noch mal aktualisieren möchten. Da vergleichen wir die beiden Softwarestände und da steht nun jetzt auch dasselbe. Bedeutet, wir können das ablehnen, um das nicht noch mal durchlaufen zu lassen. Und können jetzt die Zündung einmal ausschalten. Und sind mit dem ganzen System schon fertig. Um das Ganze einmal zu kontrollieren, ziehen wir jetzt den USB-Stick einmal ab, starten das System und wir können dann in den Einstellungen unter Systeminformationen die Software noch einmal kontrollieren. Das müsste jetzt dieselbe Software sein, wie die, die er uns angezeigt hat, als wir es aktualisieren wollten. Und dann sind wir schon fertig. So, jetzt habt ihr alle gesehen, wie super einfach das geht und wie flott wir das hinbekommen. Und ich würde sagen, wenn ihr das Update noch nicht drauf habt, dann könnt ihr euch einfach bei unserem AREC melden und könnt einen Termin machen. Und dann wird das innerhalb von einer guten Stunde erledigt sein.